Viele der diesjährigen Erstwählerinnen kennen dieses Land nur mit Ihnen als Kanzlerin, und trotzdem hat sich nach 16 Jahren Ihrer Zeit als Regierungschefin der Frauenanteil im Bundestag nicht erhöht. Im Gegenteil, er ist gesunken, und Sie und Ihre Fraktion hätten ja jetzt die Chance gehabt, mit einem Paritätgesetz oder zumindest mit einer Paritätkommission etwas gegen diese Entwicklung zügig zu unternehmen. Jetzt ist es auf die lange Bank, auf die Wahlrechtskommission geschoben worden, und es ist unter ferner Liefen ein Thema, was in der nächsten Legislaturperiode irgendwann behandelt wird. Deswegen frage ich Sie, ist das aus Ihrer persönlichen Sicht ausreichend mit diesem Anteil von Frauen im Bundestag? Nein, das ist absolut nicht ausreichend. Allerdings ist die Fraktion, der ich angehöre, hat in ihrer jetzigen Zusammensetzung die freudige Grundlage, dass die allermeisten Direktwahlkreise haben und direkt gewonnen haben. Das heißt, das Problem eines größeren Frauenanteils beginnt früher. Es beginnt nicht erst mit der Listenaufstellung. Und ich kann eine wunderbare Liste haben und trotzdem keine Frauen im Parlament. Und deshalb muss man da anders ansetzen. Und diese Ansätze sind nicht so ganz einfach, wie man manchmal Glauben machen möchte. Ich bin absolut nicht zufrieden, und ich werde auch erst zufrieden sein, wenn das 50-50 ist.